Макс, ну на Сашку, ну на Сашку не похож. Все, на Сашку не похож. Да, я могу. Ну а вот поэтому, если бы ты был на Сашку похож, я бы сказал. Schaukle, schaukle, schaukle der Heimat zu. Schaukle,
Медин, он акция. Александр, Ример. А, я не знаю, я только... Ну, Володя или дядя здесь? И дядя, я видел, и дядя. Ну, дядя не зашел туда. Они зашли уже. Oh.
Seid so schön, wir haben keine Not. Ei, da blühen so schöne Mädel, Mädelchen, lebhaft ich wie eine Rose. Ei, da blühen so schöne Mädel, Mädelchen, lebhaft ich wie eine Rose. Wenn ich ein junges Mädchen sehe, die Backen hat wie Blut. Wenn ich ein junges Mädchen sehe, die Backen hat wie Blut. Da schlabert mir mein Herz im Leib und kocht das ganze Blut. Da schlabert mir mein Herz im Leib und kocht das ganze Blut. Schau doch die liebe Leid, wie ich da stehen muss. Schau doch die liebe Leid, wie ich da stehen muss. Ach Mädchen, scheid euch nicht vor mir und ich verlang einen Kuss. Ach Mädchen, scheid euch nicht vor mir und ich verlang einen Kuss. Ei, ei, was ist denn? Sie sitzen in der Stube drin und halten liebes Mal. Sie sitzen in der Stube drin und halten liebes Mal. Sie spielen den Aufwärts Violin und schlagen das Zimbal. Sie spielen auf der Violin und schlagen das Zimbal. Und wenn ich über die Gasse gehe, Graffiti muss ich machen. Und wenn ich über die Gasse gehe, Graffiti muss ich machen. Und wenn ich schöne Mädchen, Mädchen sehe, darüber muss ich lachen. Ho, ho, ho. Und wenn ich schöne Mädchen, Mädchen sehe, darüber muss ich lachen. Darüber und darunter und da rai rai rai, darüber und darunter und da hopsa sa, darüber und darunter und da rai rai rai, darüber und darunter und da hopsa sa. Ei, ei, was ist die Welt so schön, wir haben keine Not. Ei, ei, was ist die Welt so schön, wir haben keine Not. Ei, da blühen so schöne Mädel, Mädelchen, lebhaft ich wie eine Rose. Ei, da blühen so schöne Mädel, Mädelchen, lebhaft ich wie eine Rose. Wer hat das Lieschen gefreit? Ich aber nicht, du aber doch. Willst aber nicht, musst aber doch. Kannst aber nicht, tralilale, Rembisschen. Pudermilch und Stemmbisschen. Hoch, schwarz, Bärwilde, dreh dich mal rum. Schla die Uhr drei, schla die Uhr vier. Schla die Uhr drei oder vier. Wer hat das Lieschen verführt? Ich aber nicht, du aber doch. Willst aber nicht, musst aber doch. Kannst aber nicht, tralilale, Rembisschen. Pudermilch und Stemmbisschen. Hoch, schwarz, Bärwilde, dreh dich mal rum. Schla die Uhr fünf, schla die Uhr sechs. Schla die Uhr fünf oder sechs. Wer hat das Lieschen verhext? Schla die Uhr sieben oder acht, wer hat das Lieschen veracht? Ich aber nicht, du aber doch, willst aber nicht, musst aber doch, kannst aber nicht, tralilale, Rembisschen, Pudermilch und Stemmbisschen, oh, schwarz, Bärwilde, dreh dich mal rum. Schla die Uhr neun, schla die Uhr zehn, schla die Uhr neun oder zehn, wer hat beim Lieschen gelegen?
Ich aber nicht, du aber doch, willst aber nicht, musst aber doch, kannst aber nicht. Tralilali, Rembisje, Pudermilch und Stembisje, Potschwanz, Perwilde, dreh dich mal rum. Schlag die Uhr elf oder zwölf, wer hat's geschafft in die Helf? Aber nicht, du aber doch, willst aber nicht, musst aber doch, kannst aber nicht. Tralilali, Rembisje, Pudermilch und Stembisje, Potschwanz, Perwilde, dreh dich mal rum. Heute am 10. Mai, am Samstag vor Pfingsten, treffen sich groß und klein, jung und alt, Menschen verschiedener Generationen aus dem schönen deutschen Dorf Samarkand. Das war ganz in der Nähe von Timmertau im Gebiet Karaganda. Und jetzt nach einer langen Pause ist es endlich mal soweit, dass sich Menschen nach 18 Jahren langer Trennung hier in Deutschland sich treffen. Und dieses Treffen ist heute im Bundesland Niedersachsen, wo ein großer Teil der Landsleute aus dem Safos Lenin-Krieg lebt. Und die Stadt heißt Holzminden, die Stadthalle in der Stadt Holzminden im Land Niedersachsen. Herzlich willkommen. Guck mal, liebe Leute, erkennt ihr eure Lehrerin, die Vera Alexander Gräfenstein? Das deutsche Ensemble Frühling aus dem Safos Lenin-Krieg unter der Leitung von Waldemar Scheck. Unsere kleine Gruppe hat für Sie ein kleines Konzert vorbereitet. Und wir singen die Lieder, die wir irgendwann zusammen auf der Bühne im Dorf gesungen haben, in Tokarivka und in Karaganda. Dankeschön. Es ist so schön, dass wir uns wiedersehen. Als ich anfing, mich mit der Geschichte zu befassen, habe ich festgestellt, dass ich selbst gar nicht alles weiß. Also habe ich gefragt. Und deshalb möchte ich mich hier bedanken bei all denen, die mir dabei geholfen haben. Vor allem gab es meine Schwiegermutter, Renate Scheck, meine Mutter, Berthe Gelbig, und Maria und André Heinrich Hermoni. In der Zeit, als der Innenminister von Russland, Peter Stalypin, mit seiner Agrarreform anfing. Man hat den Bauern den freien Austritt aus der Gemeinde und den freien Umzug nach Grenzgebieten des Russlands erlaubt, wo sich deutsche Bauern in sämtlichen Dörfern angesiedelt haben. Im Jahr 1909 erhielt das Grundstück den offiziellen Status als Siedlung mit dem Namen Samarkand, vermutlich eine Kürzung von Samara und Kanton. Die zweite Straße namens Karagandinskaya, da befanden sich Marktplatz, die Schule, in der lutherischen Kirche, wie die Pastor wurden. 1919 wurde das Revolutionäre Komitee auch in Samarkand gegründet. Als erster Vorsitzender wurde Jakob Fink gewählt, sein Stellvertreter Heinrich Karl. 1930 wurde Samarkand zum Zentrum von Delmanski Rajon. Zur gleichen Zeit wurde hier auch die Kolchose namens Stalin gegründet. Freiwillig haben sich 66 Höfe angemeldet und 43 Wirte für die Einzelwirtschaft. Die Agrarpolitik der sowjetischen Regierung, Sie wissen alle, was das damals war, die Enteignung, sogenannte Raskulachivanie. Das hat sich ganz schlimm hat sich in ganz Russland verbreitet und natürlich auch unsere Landsleute nicht verschont.
От всех, кто там остался, хотя осталось там немного, но все равно, кто остался, все помнят вас, помнят, как вы работали, как вместе учились, как вместе отдыхали, вместе, наверное, все детство прошло вместе, вместе росли, вместе добивались трудовых успехов. Село Самарканд сейчас себя включает, это центральная усадьба. Сейчас нам входит Чкалово, Тиежов, отделение Саратовка, это от Березняков на Бережье в 2000 году. Ну, проживает сейчас официально 2000 человек примерно, но фактически, наверное, 2500. Зерновые где-то порядка 4-5 тысяч, ну, в этом году 4 тысячи будет. Ну, мы то поднимаем площадь, то уменьшаем. Картофель порядка 200 гектар, в планах сделать 300-400. Овощи. В этом году капусты будет 50 гектар, моркови 10, свеклы 10. Совхоз жил, как живет и будет жить. Потому что, я знаю, очень много разговоров идет, что то развалился, то продали, то еще что-то. Я вам просто сейчас вот перед с трибуны говорю. Относительно других, наверное, хозяйств, мы живем неплохо. Хотя у нас есть свои проблемы. Мы не боялись приезжать в совхоз, он нормальный. Құрметті достар! Бүгін біздің неміз артистер Ленинский совхозы сіздерді торқалы тойыңызбен құттықтайды. Зор денсаулық тілейміз. Қазақша песне берді. Ат жетекте бір жасегіт еріп келеді. Ау-ау, еріп келеді. Ау-ау, еріп келеді. Есен бесте. Тоқтан мы сұлғы сұлғыстеге, таңызген келеді менің сізбе. Айтыңыз, атыңыз кім болады, таңызсын көрмеп ем бұрын қызбе. Еші бас! Ла-ла-ла-ла! Ла-л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 а
келді. Thank you.
Braude zur Schweinerle, Braude gibt's Gläs und Sauerkraut. Der Wolde kriegt Brenne, Schmelt und die Kelle ganz laut. Als Schachtel unter der Seil muss Wurst und Flausch ins Haus. Und du die Hut zur Preise, es macht uns gar nichts aus. Ein Gläschen Wein zu trinken gibt's ohne Zucker dir. Das ist Marat Katajewitsch Sembin. Guten Tag, meine lieben Freunde. Сейчас мои ученики вдруг всплывают откуда-то, и я узнаю в этих немного полысевших моих учениках, о тебе не буду говорить, своих учеников. А меня это очень трогает. Дело в том, что мы с вами все вместе пережили большие перемены. Хорошие ли они, плохие ли, не знаю, да? Но глобальные перемены. Я сколько себя помню, до школьного времени, да, рядом были немцы. Вот. Катя, соседка, старше меня. Потом одноклассники мои, вот, учителя немцы. Ну и в конце концов, вот, вы все были, мы все были вместе рядом. Rinder steht im Klub, die macht die Augen auf und zu. Алле-ля-ля-ю-ху! Ritzen wir nach Resten, wohin nach Tannestern. Das jeden Glücklich geht, kein das ein Wolken geht. Hier ist ihr warmer Herz, Singen und Farmer. La 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 la. Singen ist der warmer Herz, Singen und Farmer. Solo singt Niederquell Larissa, am Klavier Erika Ivanova.
на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы разверят от тоски. Долгой длинною и ночью бесконечной той, что ранит из меня, распространенную на всей беструнною, что по ночам так кончила меня. Первая встреча, поэтому, невзирая на то, что у нас сейчас начинается посевная, вот у меня, значит, было такое сильное желание приехать, повидать, поговорить. Но самое главное, хотя бы увидеть, как, узнать, как живут наши люди, которые уехали на историческую родину. Очень много было планов, когда уезжали, посмотреть, еще раз убедиться, что все нормально. Я говорю, если плохо, то всегда добро пожаловать обратно в Казахстан, наш бывший совхоз Ленинский, он сейчас называется крестьянское хозяйство Айхан, село Самарканд, Бухаржировский район, хозяйство частное,
принадлежит полностью мне. Хозяйство живет, детский сад работает, дом культуры работает, вода есть, баня работает. Молодежь занимается спортом, художественной самодеятельностью, поэтому всегда добро пожаловать к нам в Казахстан. Можно хоть в гости, можно хоть совсем вернуться, проблем нет. Всегда встретим и устроим. Спасибо. К нам совсем недавно в Германию приехала бывшая свинарка Мейда. И вот о своих первых впечатлениях в Германии она решила с вами поделиться. No. Dass es den Leuten in Deutschland gut geht, das hätten wir ja schon drüber gewusst. Aber dass man da so schnell reich wird, das hätten wir nicht gewusst. Ich bin immer gerade 2 Wochen in Deutschland und bin schon eine reiche Frau. Wenn ich das ganze Geld zusammenzähle, was ich einmal kriege, da brauche ich nicht mehr schauen. Nur unterschreiben. Das Erste, das ist eine Lebensversicherung. Da kann ich 100 Jahre alt werden. Ich habe es unterschrieben. Das zweite Sterbeversicherung. Wenn ich auf einmal doch früher sterbe, dann kriege ich 100.000 Euro glatt auf die Hand. Das dritte Aussteuerversicherung. Die brauche ich unbedingt, hat er gesagt. Wir hätten davon drüber nichts mitgenommen. Das durften wir nicht. Und 50.000 Euro kriege ich in 20 Jahren. Das vierte Heiratsversicherung. Was habe ich gesagt? Ich bin doch schon verheiratet. Hat er mich so traurig angeguckt? Ja, morgen kannst du schon so einsame alte Witwe sein wie heute. Aber dafür bist du noch zu jung und zu schön, hat er gesagt. Und wenn du das ganze Geld kriegst, dann kriegst du dann wieder einen anderen Mann. Und wenn du nicht heiratest, dann kriegst du 50.000 Euro. Das vierte Hagel, fünfte Hagelversicherung. Hagel? Was ist denn das? Ach, das sind ja die Schlose. Hier regnet es ja so oft. Und wenn es regnet, die Schlose sind so groß wie die Gänseeier, die schlagen alles zusammen. Da kriege ich noch 40.000 Euro. Das sechste, Unfallversicherung. Wenn ich mir doch den Hals oder den Fuß breche, da kriege ich auch noch 30.000. Das siebte, Diebstahlversicherung. Was habe ich gesagt? In Deutschland? In Deutschland wird dann nicht gestohlen. Nicht gestohlen, nicht gelogen. Das haben wir schon als kleine Kinder drüber gehört. Unser Erna hat immer gesagt, wenn du deine goldene Kette oder den Geldsack verlierst, gehst zum Bürgermeister, kriegst es wieder. Aber heute in Deutschland wird so viel gelogen und gestohlen wie nirgendwo auf der ganzen Welt. Als ich das gestern Abend meinem Jörg erzählt habe, da ist er wild geworden. Du denkst doch nicht, im Ernst hat er gesagt, dass dich einer stehlen wird. Aber Jörg, habe ich gesagt, wenn ich den doch gestohlen werde, du gibst doch den Banditen nicht das viele Geld. Natürlich hat er gesagt, du dummes Luder, 10.000 Rubel dazu kriegen sie noch dazu, damit sie dich für immer behalten. Was schreist du denn mit mir so rum, habe ich gesagt, als ob ich die Dummste von ganz Russland bin. Ich war 40 Jahre die berühmteste Swinarke in ganz Altais gekriegt und muss sagen, ich habe den meisten Viertel gekriegt. Und jeden Monat stand ich auf dem roten Dach. Und jetzt bin ich gar nichts. Da habe ich angefangen zu plären. Hör auf und plären, hat er gesagt. Morgen bringe ich dir den roten Dach, legst ihn in die Küche, stellst dich drauf. Bloß ohne Seil. Anastasia und Erika Ivanov, Barcarola. Am Klavier Regina Henze. Jetzt nieden Sie. Listen, please.
Ивановна, Анастасия Иванов. Thank you.
Африка. Правую ручку смашечку, на левую обнимашечку, на сердечко прижимашечку. Ich bin Lelia Schäck, geboren in Hube, komme aus Itzen, geboren in Samarkand.
Ich bin Terina Kinsfeder, geboren in Bruch, geboren in Samarkand und wohne auch in Uelz. Полина Карасевич, geborene Helwig Полина, komme aus Uelzen, ja, bin Krankenschwester. Людмила. Люда Райси. Я вот. Я Лида Ример, geborene Лиски, aus Biblitz. Я Надя Клипер, рожденная Анна, aus Анцай. Я хочу от имени нашего вот этого прекрасного коллектива, который выступал сегодня здесь перед вами, поблагодарить организаторов этого прекрасного дня, этого прекрасного вечера, это нашего заслуженного аккордеониста Шек Владимира Александровича и губин Кирилла Аскарова. Большое ему спасибо за то, что нам удалось встретиться с вами сегодня в этот замечательный день. Я Катерина Сенеграй, гибридный Эльбис, живу в Рокенхаузен, Райзенфаст. Амалия Бос, Борн и Брук, Борн и Мюнцен, Борн и Самарканд. Ich bin Gunnar Selzer, ich wohne in Zinsbach, wohne in Uelz. Johannes Vogel, Johannes. In Kirgistan, Stanze Kant. Habt ihr gehört, Johannes Vogel aus Kant, Kirgisien. Ich war geboren in Uelzen und geboren in Zinsbach. Geboren in Heinrich Schenk. Ja, was sagt ihr, Entschuldigung, die Kamera in Uelzen. Wohne in Uelzen, geboren in Samarkand. Ich bin Игорь Володя, Самарканд, Геборн, в Лигбисе живу. Александр Шейн, Геборн, в Лигбисе. Филипп Дух, Геборн, в Лигбисе. Александр Зендай, Геборн, в Самарканд, в Лигбисе, в Мангайм. Одна участница нашего хора, ей сегодня исполнилось 50 лет. Мария Бог! Я Мария. Друзья. Я Лигбис Мария. Ставьте за герцкий спасибо. Und wir singen zum Geburtstag. Heute kann es regnen. Ein Küsschen fürs Geburtstagskind. Heute ist dein Geburtstag. Лидия Финк. Живем в Заксей. Лидия Финк. Катарина Гросс, Горен и Брух, Эмиль Геборн, Эмиль Таун. Брух, Ульцин, а Геборн и Самарканд. Wollte mich extra bedanken bei allen meinen Sängern, die mich viele Jahre und so an bis jetzt sind schon alles Oma. Kleine Ausnahme. Dass sie mich die ganzen Jahre begleitet haben. Ich glaube, das war das letzte so ein großes Auftreten und herzlichen Dank. Я Эмилия Шайерман, жительница совхоза Ленинский, работала в быткомбинате. Меня, наверное, вся округа знает, если еще кто-то может вспомнить. Весь совхоз обшивался, и все у нас были, и заходили, и выходили. Не только наше село, но и вокруг лежащие деревни. Но самое приятное, что вот кто-то, как Владимир Александрович, еще кто-то, надумали сделать эту встречу. Как приятно видеть всех! Как приятно! Большое им спасибо! Они такие молодцы!